Ich möchte diese kleine Begrüßung zum Anlass nehmen, mich vor allem an verschiedene Adressaten im Sinne des Dankes zu wenden. Zunächst mal möchte ich Ihnen danken für Ihr Interesse und für Ihr Vertrauen, das Sie uns schenken, indem Sie hierher kommen und mit uns diese wissenschaftliche Tagung zusammen gestalten wollen. Ich denke, dieses Vertrauen, was wir brauchen als IVF-Zentrum, ist sehr wichtig, diese Kooperation, die auf der Basis des Vertrauens beruht, dass das Vertrauen die Währung sein soll und nicht eine andere, wie man das gelegentlich sieht. Dann ist es für mich ein großes Herzensbedürfnis, mich bei meinem Team zu bedanken. Die letzten 20 Jahre, wenn ich zurückblicke, habe ich wunderbare Mitarbeiter gehabt und habe sie heute noch. Und sie arbeiten Tag und Nacht für dieses Institut. Ich möchte sagen, es ist ein Dream Team. Ich möchte auch begrüßen viele ehemalige Mitarbeiter, die heute hierher kommen, die wir ausgebildet haben und die das Wissen, was sie bei uns erlangt haben, in die Welt tragen, will ich mal sagen, übertrieben gesprochen. Dann natürlich Dank an meine Familie und auch Dank an die Pharmaindustrie. Wir haben hier ein Dia vorbereitet, das ist heute nach der Compliance-Vorschrift ja Standard, dass man die Firmen erwähnt und ihre Beiträge. Die Beiträge sind natürlich alle für diese Tagung zu verwenden. Das tun wir auch und hoffen, dass sie einen wesentlichen Teil bestreiten werden. Dann möchte ich kurz auf die Entwicklung der Praxis eingehen. Ich bin ja von der Universität Kiel hier im Jahre 93 nach Stuttgart gekommen. Bin alter Stuttgarter, bin in Stuttgart geboren, war aber dann lange in Tübingen. Und viele Kollegen und Referenten, die möchte ich natürlich auch begrüßen und mich ganz herzlich bedanken, dass sie hier einen Vortrag für uns übernehmen werden. Die Praxis war eine ganz kleine Praxis oben im Stuttgarter Westen. Und ich begann damals mit einer Helferin, der Frau Kern, manche kennen sie noch, und leider kann sie heute nicht hier sein, aber so klein haben wir angefangen. Wir haben dann daraus ein Institut aufgebaut von regionaler Größenordnung, würde ich sagen. Das ist das älteste IVF-Zentrum in Stuttgart und auch das einzige, das hier alle Formen der Kinderwunschbehandlung anbietet. Und wir, wie auch viele andere Kollegen, die heute hier vortragen werden, haben den Ehrgeiz, von der Eizelle bis zum Kind den kompletten Service zu bieten. Das ist natürlich keine Vorschrift, dass es so laufen muss, aber die Möglichkeit für den Patienten ist gegeben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich natürlich auch bei den Patienten bedanken, den Patientenpaaren, den Kinderwunschpaaren, Patientinnen und Patienten, die uns laufend ihr großes Vertrauen entgegenbringen. Yeah.